Moin und Weidmanns Heil hier bei All for Shooters. Eine lauschige Sommernacht. Man sieht gar nicht, wo ich mich gerade befinde. Es ist wirklich eine sehr dunkle Nacht gerade. Aber natürlich die besten Voraussetzungen, um ein Wärmebildgerät zu testen. Ich habe am Start das Infiray Iris IL35. Ein unglaublich kleines, einfaches, kompaktes Gerät. Und ja, in bester Manier fange ich meine Testvideos von Wärmebildgeräten einfach wieder draußen unterwegs im Revier an. Ein bisschen wild war am Anblick. Ich war jetzt allerdings hier mehr in einer Forstecke unterwegs. Ich bleib mal stehen, dann habt ihr das ein bisschen besser hier mit der Kamera. Also ich war in einer Forstecke unterwegs und das Gerät hat halt eigentlich seine Stärken draußen im Felde. Mit dem 384er Sensor und der 35er Linse. Das ist ein bisschen wie mit einem APS-C-Sensor bei einer Kamera, also Fotokamera. Der 384er Sensor hat im Vergleich zum 640er Sensor kleinere Abmessung sozusagen, aber hat ein bisschen mehr Kropffaktor, so würde man es in der Fotowelt bezeichnen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr reinzoomen. Das geht allerdings zu Lasten des Sehfeldes. Und jetzt hier in dem Waldumfeld, wo ich unterwegs war, da will man natürlich eigentlich ein bisschen mehr Sehfeld haben. Nichtsdestotrotz, man kann natürlich mit dem kleinen Gerät auch wunderbar erstmal sozusagen die Gegend abscannen. Das funktioniert. Das soll das nicht heißen. Aber ich glaube, die Stärken hat es wirklich draußen im Feld, wo man dann auf weitere Entfernung wild detektieren kann. Was mir aber schon mal gut gefällt, ist wirklich der Formfaktor. Sprich, das Gerät ist unglaublich klein, einfach leicht. 18650er Akku, einfach wechseln, immer ein paar in der Tasche dabei haben. Meine Stirnlampe hat einen 18650er Akku, meine Taschenlampe, die ich noch am Gürtel habe, hat einen 18650er Akku. Also voll im Trend sozusagen. Ich pirsche hier noch ein bisschen weiter und mache nachher noch mal eine kleine Reise raus auf die Felder. Und nehmen das Gerät natürlich auch die nächsten Tage mit auf Tour. Und dann sehen wir uns als nächstes im Studio wieder mit dem Bericht aus dem Feldeinsatz. Also, bis gleich. Da sind wir nicht im Studio, sondern nochmal draußen vom Haus auf einer schönen Bank. Denn das Wetter ist einfach zu schön, um jetzt noch die Zeit im Studio zu verbringen. Also, Erfahrungsbericht. Ich habe tatsächlich erst gedacht, naja, noch so ein kleines Gerät, wie es mittlerweile viele auf dem Markt gibt, die ein bisschen was können, aber die vielleicht auch nicht alles können oder eben aufgrund gewisser Leistungsdaten etwas eingeschränkt sind. Und jetzt kommt das große Aber. Das Gerät ist unscheinbar, aber es ist ein kleiner Wolf im Schafpelz, denn es versteckt sich ganz schön viel da drin. Ich fange einfach mal mit ein paar positiven Features an, bevor wir noch mal zu ein paar technischen Details kommen und zu meinem Eindruck von den Bildern, die das Gerät liefert. Es sind einfach so kleine, nette Details wie die Objektivklappe, der Objektivdeckel lässt sich einfach via Magnet hier an der Seite befestigen. Mal abgesehen davon ist das Gerät sowieso vom Formfaktor einfach unglaublich handlich. Es hat eine große Augenmuschel. Nächstes Feature, was mir gut gefällt. Das heißt, ich habe wirklich eine Abschirmung gegen Umgebungslicht und kann auch am Tage, ich nutze ja selber Wärmebildgeräte auch am Tag sehr gerne für ja einfach Detektion. Man kann das Gerät auch am Tage uneingeschränkt benutzen und hat nicht die ganze Zeit irgendwie Ärger mit Streulicht, was an der Seite reinfällt. Auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und ansonsten 18650er Akkus. Ihr wisst, ich habe mittlerweile viel umgestellt auf genau diese Akkus, also Stirnlampe und weitere Ausrüstung. Das freut mich natürlich, wenn auch hier auf diese Akkus gesetzt wird. Die Klappe hier ist richtig gut gedichtet gegen Umwelteinflüsse. Das heißt, mein Regenschauer dürfte dem Gerät tatsächlich auch nichts anhaben. Und auch der Mechanismus hier, um die Klappe zu entriegeln und verriegeln, ist wirklich so dimensioniert, dass man ihn selbst mit Handschuhen bedienen kann, aber er stört trotzdem nicht. Er ist hier einfach am Ende unter dem Okular angebracht. Vier Tastenbedienung, gut griffig. Ich kann wirklich alle vier Tasten bedienen, ohne irgendwie umgreifen zu müssen. Gefällt mir sehr gut. Erste Taste an- und ausschalten bzw. Standby, Menü- und Modustasten, wobei auch da trifft das Gerät voll den Trend. Sprich, man hat auch ein zweigeteiltes Menü. In der ersten Menüebene alle optischen Einstellungen, in der zweiten Menüebene, ich sage jetzt mal dann die technischen Einstellungen.
Also wirklich gut mitgedacht. Auch hier vorne die Abdeckung des Objektivs. Man muss sie zwar ein bisschen kräftiger randrücken, aber dafür hält die dann auch. Also es ist jetzt keine Abdeckung, die dann mal ebenso in der Tasche aufgeht. Und Tasche, nächster Pluspunkt. Die Tasche hier ist wirklich richtig gut qualitativ verarbeitet, hat einen Magnetverschluss, das gefällt mir sehr gut, hat eben Riemen zum Umhängen, hat ein Molly-System, das heißt, ich kann sie auch da vielseitig verwenden, einfach am Gürtel festmachen, aber eben auch am Molly-Gurt etc. Gefällt mir sehr, sehr gut und die Tasche wirkt auch sehr robust, sehr qualitativ hochwertig, außen, ich sage jetzt mal so etwas gummiert, also auch eben etwas wetterfest und innen, ja, schön flauschig weich, dass das Gerät eben gut geschützt ist. Also einen Daumen hoch dafür. Im Lieferumfang ist dann tatsächlich noch eine Handschlaufe mit integriert. Habe ich gar nicht benutzt. Ich habe mir das Gerät einfach so, wie es war, umgehangen oder einfach in die Taschen, Jackentasche oder Hosentasche gesteckt. Weil das ist einfach der große Vorteil von Geräten mit diesem Formfaktor. Die mag man einfach gerne dabei haben. Die stören nicht, die kann man einfach ja, wegstecken und bei Bedarf eben rausholen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, das Einzige, was in dem Sinne keine echte Einhandbedienung ist, ist eben der Dioptrienausgleich fürs Display und vorne die Fokussierung. Aber bei einem Gerät in der Preisklasse jetzt auf eine interne Fokussierung, die hier oben über ein Stellrad bedienen kann, zu setzen, ich glaube, das kann man tatsächlich einfach gar nicht erwarten. Bevor wir uns weiter das Gerät angucken, noch ein bisschen mehr zum Lieferumfang. Ladeschale ist dabei, USB-C-Anschluss, kein weiteres Netzteil. Davon haben wir mittlerweile eh alle genügend zu Hause rumfliegen. Also einfach Ladeschale mit USB-C-Anschluss, Linsenputztuch, Anleitung. Und gleich zwei 18650er Akkus, einen habe ich ja gerade im Gerät, also eine Box ist gerade leer. Und eben ein zweiter Akku zum schnellen Wechsel. Und was mir gut gefällt, ja tatsächlich eben diese kleinen Boxen. Das heißt, ich habe nicht wie bei manchen anderen Herstellern dann so eine große Doppelbox. Wenn ich eh nur irgendwie einen Akku mitnehmen möchte, ist das manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber hier so gut verpackt, den zweiten Akku eben mal dabei zu haben, richtig gut durchdacht. Ja, und das Gerät selber ist ein kleines Wunder. Als ich das erste Mal durchgeguckt habe, dachte ich, oha, ganz schön enges Sehfeld. Und dann ist mir aufgefallen, es startet aber mit einer vierfachen Grundvergrößerung. Und das ist natürlich dann wieder für den Feldjäger und fürs Detektieren auf größere Distanzen sehr, sehr interessant. Natürlich gibt es dann in dem Bereich nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, ein 384er Sensor mit einem 35er Objektiv hat einfach eine große Grundvergrößerung und dafür weniger Sehfeld. Dafür habe ich eben aber trotz des kleinen Sensors einfach eine höhere Detektionsreichweite. So ein bisschen wie der Crop-Faktor bei APS-C im Vergleich zur Vollformatkamera, wenn man das mit der Fotografie vergleichen will. Aber was der Sensor leisten kann, das blende ich euch hier mal ein, ist schon beeindruckend. Also wirklich, was Detektion auf große Entfernung angeht, den Hasen hier, der ist fast 800 Meter entfernt, den kann das Gerät wirklich gut darstellen. Und das ist ein Hase, das ist kein viermal, fünfmal so großes Stück Schwarzwild. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und natürlich, der kleine Sensor hat dann im Zweifel ein paar Defizite bei der Detailansprache. Ich sehe das Gerät eben wirklich als Detektionsgerät für mal eben dabei haben. Das heißt, ja, im Jagdrucksack, in der Tasche, einfach in der Umhängetasche mit dabei, im Handschuhfach vom Auto, schnell griffbereit, kurz mal die Flächen abspotten und schauen, ist da was. Und tatsächlich auch im Wald hat es eine gute Figur gemacht, weil man eben durch die gute Fokussierung dann, sage ich mal, eben durch die ersten Schichten Blattwerk ein bisschen durchgucken kann und sich den Bereich dahinter eben scharf stellt, um zu schauen, steht da sozusagen hinter der ersten Reihe Blätter noch wild im Wald. Und ja, wie gesagt, gibt dann in diesem Formfaktor nicht die eierlegende Wollmilchsau, die mir eine hohe Detektionsreichweite plus eben ein unglaublich weites Sehfeld liefern kann. Irgendwo müssen wir die Kirche dann ja auch im Dorf lassen. Aber wie gesagt, in der Tasche dabei haben zum Detektieren von Flächen richtig gut. Und ich kann mir das Gerät besonders gut vorstellen, dann eben in der Kombination mit einem Vorsatzgerät, was dann eben etwas mehr Sehfeld und mehr Detailansprache ermöglicht. So kann ich eben ja klein und leicht unterwegs sein, Sauen ausmachen, Spotten sozusagen angehen und zum finalen Ansprechen vom Schuss wechsle ich dann ja ohnehin aufs Vorsatzgerät an meiner Jagdwaffe und kann dann in die Detailansprache gehen. Aber ja, damit noch nicht genug.
schon die Einstellungsmodi, beziehungsweise fangen wir erstmal mit den Farbmodi an, eine sehr breite Palette. Und ich persönlich mag ja so Modi wie diese komplett roten oder komplett grünen Modi. Ich habe das Gefühl, ich kann damit sehr lange ermüdungsfrei beobachten. Das ist hier integriert, neben noch diversen anderen Farbmodi. Also da wird jeder das Passende für sich finden. Und wie gesagt, alles steuerbar in der ersten Menüebene, wo ich dann eben auch noch Helligkeit, Kontrast etc. anpassen kann. Und das wird doch immer viel unterschätzt. Je nach Gegebenheiten da draußen muss ich eben anpassen, nochmal ein bisschen den Kontrast erhöhen oder die Helligkeit anpassen. Also es gibt nicht die eine Einstellung, die unter jeder Wetterlage, unter allen Bedingungen da draußen funktioniert. Ein Feintuning ist da eh immer angebracht, meiner Meinung nach. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch erwähnen, Reality Plus heißt das Ganze. Reality Plus ist nochmal ein Algorithmus, nenne ich es jetzt mal, der über das Bild gelegt wird und nochmal für zusätzliche Detailschärfe sorgt. Also das Bild wird sozusagen elektronisch nochmal hochgerechnet, verschärft, Kontraste angehoben, Kanten angehoben. Und es ist wirklich erstaunlich, was ein guter Prozessor mit einer entsprechenden Firmware, mit einer entsprechenden Software leisten kann. Das heißt, aus dem kleinen 384er Sensor mit dem 35er Objektiv in Verbindung mit dem hochauflösenden OLED-Display und eben dem Prozessor, der da in der Mitte sitzt und das Bild verarbeitet, kriege ich aus diesem kleinen Gerät ein unglaublich gutes Bild herausgezaubert. Natürlich trägt dann auch ein Sensorpitch von 12 µ und eine Wärmeauflösung von kleiner 20 Millikelvin dazu bei und die Wiederholrate des Bildes von 50 Hertz, dass das Bild insgesamt eben einfach gut und scharf wirkt. Aber wie gesagt, die Software dazwischen darf man heutzutage echt nicht vernachlässigen und da unterscheiden sich dann auch die Gerätehersteller, weil technische Spezifikationen, wenn man die alle nebeneinander legt und vergleicht, dann wird man schnell feststellen, dass in jeder Preisklasse die Daten immer sehr identisch sind. Am Ende ist aber entscheidend, was macht der Hersteller mit diesen Werten, die sozusagen Sensor etc., also die Technik liefern. Wie bereitet er das auf? Wie macht er sozusagen das Feintuning in der Bildgebung? Und das ist hier, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Anhand der Beispielbilder werdet ihr schon sehen, natürlich ist der kleine Sensor nicht vergleichbar mit dem 640er Sensor oder jetzt mit den neuen HD-Sensoren. Aber ihr müsst auch überlegen, dass das Gerät wirklich in der Preisklasse unterwegs ist, wo man sich das wirklich gut entweder zum Einstieg leisten kann oder wer weiß, vielleicht für den einen oder anderen sogar als Zweitgerät interessant, was man eben wirklich einfach eben immer dabei haben kann. Also auf jeden Fall von meiner Seite Praxistest bestanden und das Gerät macht wirklich einen grandiosen Eindruck, das eben in einem Formfaktor, der wirklich sehr, sehr angenehm ist. Einen Punkt möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, das Gerät ist eben nicht nur für Jäger interessant, sondern sowohl für Naturbeobachtung, eben im normalen Outdoor- und Hobbybereich, aber zum Beispiel auch bei der Menschenrettung, zum Beispiel bei der vermissten Suche. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Gerät aufgrund des Formfaktors und der hohen Detektionsreichweite auch da durchaus seinen Einsatzzweck hat. Und ich war früher zum Beispiel selbst in der Rettungshundestaffel unterwegs, wo es darum ging, Menschen eben draußen in der Natur wiederzufinden, wenn sie verloren gegangen waren. Da hätte ich mir so einen kleinen Begleiter einfach in der Hosentasche meiner Einsatzhose doch mehr als einmal gewünscht. Alle technischen Details zu dem Gerät, insbesondere die Produktspezifikation, habe ich euch auf einem Artikel bei All for Hunters nochmal zusammengefasst. Wer sich dafür interessiert, schaut gerne in den Artikel. Ich finde, in diesen Videos muss ich nicht immer das runterbeten, was man ohnehin lieber in Ruhe nochmal nachlesen kann. Aber so viel sei gesagt, ich denke, das Gerät hat durchaus seine Daseinsberechtigung, auch wenn der ein oder andere vielleicht erstmal sagen möchte, aha, so ein kleines Gerät mit so einem kleinen Sensor, ist das denn auch zeitgemäß? Ich finde tatsächlich ja, insbesondere wenn man wie bei InfiRay so viel Wert auf die Verarbeitung des Bildes und die Darstellung des Bildes legen kann. Das war es von meiner Seite zum InfiRay Iris IL35 und dann freue ich mich drauf, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.